Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Fluri. Bei mir gibt es heute super köstliche Heidelbeermuffins. Die Heidelbeermuffins kriegen noch ein leckeres Haferflockentopping, sind nur mit einer Banane und etwas Ahornsirup gesüßt und super schnell gemacht. Ich zeige euch nun, wie das geht. Anstelle vom Zucker verwende ich Bananen zum Süßen der Muffins. Die Bananen schäle ich und zerdrücke sie mit einer Gabel. So sind die Bananen fertig zerdrückt. Zu den Bananen gebe ich noch 3 Esslöffel Ahornsirup. Ich habe da jetzt eine Familiengröße bekommen aus Amerika von meinem Schwager, die ist super. Dann kommen noch 3 Esslöffel Öl dazu. Wichtig ist ein neutrales Öl, wie Sonnenblumenöl, und ich habe hier Rapsöl. Dazu gebe ich noch Mandelmilch, ihr könnt auch andere Milch nehmen. Dazu gebe ich noch 3 Eier. Die flüssigen Zutaten verrühre ich etwas miteinander. Die flüssigen Zutaten sind so fertig und ich stelle sie beiseite. Als nächstes kümmere ich mich um die trockenen Zutaten. Dazu gebe ich in eine zweite Schüssel geriebene Mandeln. Ich backe die Muffins glutenfrei und verwende drum dunkles Reismehl. Ihr könnt aber auch anderes Mehl verwenden. Dazu kommt noch ein Esslöffel Maisstärke und Haferflocken gebe ich noch dazu. 2 Teelöffel Backpulver. Eine Prise Salz und einen Viertel Teelöffel gemahlene Vanille. Die trockenen Zutaten vermenge ich miteinander. Nun gebe ich meine flüssigen Zutaten zu den trockenen Zutaten und hebe sie kurz unter. So ist der Teig fertig. Ich hebe jetzt noch 2 Drittel von den Heidelbeeren unter. Die Muffins bestreue ich noch mit einem Granola-Topping. Das ist optional, aber total lecker und empfehlenswert. Für das Granola-Topping brauche ich nochmal Haferflocken. Und die Haferflocken verrühre ich mit einem Esslöffel Ahornsirup und einem Esslöffel Rapsöl. So ist das Granola-Topping fertig. Die Muffins packe ich in meinem Muffinsblech. Ihr könnt 12 eher kleinere Muffins machen, mit so flachen Muffinsförmchen, oder die Menge reicht auch für 8 größere Muffins, wenn ihr zum Beispiel so höhere Tulpenförmchen habt. Ich mache nun 12 Muffins. Ich gebe dann meine Muffinsformen ins Blech. Den Muffinsteig portioniere ich auf meine Förmchen. Auf die Oberfläche der Muffins verteile ich noch mein Granola und die restlichen Heidelbeeren. Den Backofen habe ich auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt und backe die Muffins auf der mittleren Schiene für 10 Minuten. Nach 10 Minuten reduziere ich die Temperatur auf 180 Grad und backe die Muffins für weitere 10 bis 15 Minuten. Das kommt auf die Größe eurer Muffins drauf an. Am Ende sollte das Granola schön goldbraun gebräunt sein und es sollte herrlich weich duften. Meine Muffins haben jetzt fertig gebacken. Die sehen schon super aus, sind an der Oberfläche ein bisschen goldbraun geworden. Die Muffins habe ich jetzt 10 Minuten in der Form abkühlen lassen und gebe sie jetzt noch aufs Gitter. Das Rezept zum Nachlesen für die fertigen Muffins habe ich euch verlinkt. Ihr findet es unten in der Infobox. Jetzt freue ich mich auf einen Muffin zu probieren. Mmh. 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 Die Muffins schmecken total köstlich, sind super luftig geworden, nicht so süß. Ein wirklich super Rezept, das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Rezepte. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Mrs. Fluri.